Der Pharmakologe, der beschäftigt sich mit einzelnen Verbindungen, die am besten auf ein Target wirken. Und was der Pharmakologe gar nicht so mag, sind Gemische von verschiedenen Stoffen, weil dann kann man hinterher gar nicht so genau sagen, was wirkt denn da jetzt eigentlich. Also waren wir die ganze Zeit eigentlich auch auf der Suche zu gucken, ja, was sind denn eigentlich die Wirkstoffe? Herzlich willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch in der Akademie für menschliche Medizin. Heute habe ich wiederum einen Spitzengesprächspartner, und zwar den Professor Eckhardt aus der Uni Gießen. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Eckhardt, vielleicht können Sie am Anfang mal ein bisschen sagen, diejenigen, die Sie nicht kennen, was Sie denn so tagtäglich in der Uni in Gießen machen. Ja, also als Professor ist man natürlich in der Forschung und der Lehre unterwegs. Was heute natürlich im Mittelpunkt steht, ist die Forschung. Und wir erforschen Alterungsvorgänge und Vorgänge, die zu altersbedingten Erkrankungen führen, vor allen Dingen neurodegenerativen Erkrankungen, aber auch ernährungsbedingten Erkrankungen. Und die hängen alle zusammen mit den Zellkraftwerken in unseren Zellen. Unsere Zellen brauchen ja Energie, um alle Lebensvorgänge aufrechtzuerhalten. Und mit dem Alter wird diese Energie immer weniger. Es kommt zu oxidativem Stress. Und wir untersuchen, wie wir das Ganze aufhalten können, indem wir uns gut ernähren. Ich bin nämlich am Institut für Ernährungswissenschaft. Gut ernähren, da gehört aber auch ein guter Lebensstil dazu, Achtsamkeit und Bewegung. Und das versuchen wir aufzuklären, wie das funktioniert, auf verschiedenen Ebenen, zellulärer Ebene, aber auch mit Modellorganismen bis hin zu Menschen. Super, also da hat sich auch eines getan. Ich habe so ganz dumpf in Erinnerung, Uni Gießen und Professor Liebig, ist das richtig? Ja, genau. Und das war ja letztendlich der Begründer der Ernährungswissenschaften weltweit mit Liebigs Extrakt sozusagen, der ein Fleischextrakt als erstes hergestellt hat und erkannt hat, dass man mit diesem hochproteinreichen Extrakt eben Kinder gut ernähren kann, auch wenn Mangelernährung herrscht, zum Beispiel in der Bevölkerung. Das ist schon ein paar hundert Jahre her, aber das waren grundlegende Erkenntnisse, die der Professor Liebig bei uns gelegt hat. Und ich empfehle jedem den Besuch des Liebig-Museums und den Besuch einer Experimentalvorlesung, wo noch gelehrt und vorgeführt wird, wie zu Liebigs Zeiten. Das ist sehr interessant. Boah, okay. Ja, heute geht es nicht um die Makronährstoffe, sondern die Mikronährstoffe. Sie haben es ja eben schon kurz angerissen. Und zwar haben wir halt gelernt, dass in den Pflanzen einiges drin ist, oder wir wissen jetzt, warum es so gut ist, wenn wir Obst und Gemüse essen. Was haben Sie denn für heute speziell für ein Thema? Ist ja ein riesenbreites Thema. Was nehmen wir heute speziell? Also heute habe ich speziell mitgebracht das, was jetzt on front, wie man so schön auf Deutsch sagt, in der Forschung steht. Das sind nämlich die Metabolite. Metabolite sind kleinste Moleküle, die der Körper oder auch letztendlich vor dem Körper unsere Darmbakterien, das Mikrobiom, aus den Pflanzen, aus den Mikronährstoffen herstellt. Und diese sind dann letztendlich die Verbindungen, die auch im Körper dann die Wirkungen vermitteln. Man hat ja viel gehört schon über Flavonoide, Anthocyane und andere Polyphenole, die eben farbgebend sind in Pflanzen, die Fressfeinde abwehren sollen oder vor UV-Strahlen schützen sollen. Und wir haben über Jahrzehnte diese Stoffe isoliert und zum Beispiel auf Zellkulturschalen gegeben und davon Erkenntnisse abgeleitet. Aber heute wissen wir, dass diese Stoffe, so wie sie in den Pflanzen vorkommen, gar nicht im Körper bei uns ankommen, im Blut, sondern dass die eben umgebaut werden zu kleinsten Einheiten und dass diese kleinen Einheiten, die wir Metabolite nennen, dass die letztendlich dann auch Gewebe erreichen, wie zum Beispiel das Gehirn, um da Wirkungen zu vermitteln. Ja, also ausgesprochen spannend, wenn man dann auf diese Weise plötzlich etwas untermauern kann, sozusagen,
was früher halt nur als Erfahrungsheilkunde sozusagen galt. Man muss sich gut ernähren. Inzwischen können wir das ja etwas deutlicher formulieren. Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen die pflanzenbetonte Ernährung sollte man nicht nur runterbrechen auf die einzelnen Moleküle, sondern da kommt es schon auf die Pflanzen an, weil sonst könnte man sich ja überlegen, naja, dann stelle ich diese Metabolite synthetisch her und verpacke die in einem Nahrungsergänzungsmittel oder vielleicht in einem Medikament und wende das Ganze therapeutisch an. Da würden wir aber unsere Physiologie nicht ganz treffen, denn wir brauchen die Ballaststoffe. Ich denke mal, das ist jedem bekannt. 30 Gramm am Tag sollte man mindestens verzehren, vor allen Dingen Vollkornprodukten, aber auch unsere pflanzliche Ernährung bringt ja viel Faserstoffe mit und damit Volumen. Und dieses Volumen braucht unser Darm für seine Peristaltik. Und viele dieser Ballaststoffe werden ja nicht resorbiert. Deswegen heißen die ja Ballaststoffe eigentlich ein irreführender Begriff, weil sie belasten den Körper überhaupt nicht, sondern entlasten den Körper. Ja? Und sie sind eine Nährquelle für die hauptsächlich im Dickdarm lebenden Darmbakterien. Und das ist in den letzten Jahren immer deutlicher geworden. Man hat früher gesagt, naja, die Darmbakterien, die sind da halt und die verarbeiten noch ein paar Abfallstoffe, die wir dann ausscheiden. Aber die Zusammensetzung dieser Darmbakterien, die ist ganz entscheidend und wir müssen die gut füttern. Gut füttern mit guten Ballaststoffen und dann können die aus diesen Ballaststoffen eben auch wieder Moleküle herstellen, die dann doch vom Körper noch aufgenommen werden, auch schon noch im Enddarm, wie zum Beispiel kurzkettige Fettsäuren oder Phenolsäuren, die dann in die Blutbahn gelangen und im Körper Wirkungen vermitteln können. Vielleicht sollte man ja dann noch den Begriff Ballaststoffe auf Dauer fallen lassen und lieber dann Präbiotika sagen für die Probiotika, die Nahrung. Ja, also das ist sicherlich, muss eine begriffliche Definition gefunden werden, die das ein bisschen besser widerspiegelt und sagen wir mal diesen negativen Touch von Ballaststoffen anders beschreibt. Ja. Genau. Ja, was ist denn so in den letzten Jahren an besonders aufregenden Dingen erfunden worden oder gefunden worden? Ja, ich komme ja eigentlich aus der Pharmakologie. Der Pharmakologe, der beschäftigt sich mit einzelnen Verbindungen, die am besten auf ein Target wirken. Und was der Pharmakologe gar nicht so mag, sind Gemische von verschiedenen Stoffen, weil dann kann man hinterher gar nicht so genau sagen, was wirkt denn da jetzt eigentlich. Also waren wir die ganze Zeit eigentlich auch auf der Suche zu gucken, ja, was sind denn eigentlich die Wirkstoffe? Und da ist uns natürlich dann zu Pass gekommen, dass Menschen hingegangen sind und haben im Blut von anderen Menschen nachgeguckt. Was können die denn da finden, wenn die sich pflanzlich ernähren? Was sind denn da für Stoffe, die man da identifizieren kann? Und da sind wir eben dann auf kleine Moleküle gestoßen. Ich hatte eben schon die Phenolsäuren angesprochen. Und diese kann man sich dann entsprechend beim Chemikalienhandel rein bestellen und kann daran auch wieder forschen und hat dann natürlich dann entsprechend die hat dann die isolierte Verbindung und kann da dann gezielte Aussagen treffen. Jetzt ist es so, dass wir aber, wenn wir uns ernähren, ja nicht Einzelstoffe aufnehmen, sondern dass wir eben Gemische zu uns nehmen, wenn wir jetzt ein schönes, schönen Salat essen oder ein schönes Gericht mit viel Gemüse. Und da sind es doch dann viele Stoffe, die da ankommen. Und wir waren die ganze Zeit auf der Suche nach einem Stoffgemisch, das eben die Zusammensetzung des Metabolismus, der Umsetzung im Dickdarm durch die Darmbakterien reflektieren kann. Und da sind wir auf ein Nahrungsergänzungsmittel gestoßen, was von einer Firma in Bayern vertrieben wird. Die nennen das Regulat-Essenzen. Und die machen nämlich Folgendes. Die nehmen Bestandteile der mediterranen Diät
Also sprich Avocado, Zitronen, Walnüsse, Fenchel und es sind, glaube ich, 36 unterschiedliche mediterrane Nahrungspflanzen drin, aber auch ein paar europäische, wie zum Beispiel die Zwiebel, die ganz wichtig ist, weil die bringt uns Quercetin. Und die fermentieren das Ganze in großen Tanks mit Milchsäurebakterien. Und diese Milchsäurebakterien, das sind die guten Darmbakterien, die auch bei uns im Darm vorkommen. Und das hat uns dann aufmerksam werden lassen, denn das, was da hinten rauskommt als Fermentat, ist letztendlich das, was auch im Darm entstehen sollte durch den Umsatz der Darmbakterien mit den entsprechenden Nahrungsbestandteilen. Und mit der Universität Bonn zusammen haben wir einen guten Partner gefunden, die eine Top-Analytik machen können. Die Frau Passon hat letztendlich dann mit einer hochauflösenden HPLC identifizieren können, was denn in diesem Regulat Essenzen für tolle Stoffe drin sind. Und siehe da, wir haben ganz viele Metabolite gefunden, von denen ich schon gesprochen habe. Wie Phenolsäuren, da gehört die Proteokatechusäure hin. Und dann sind wir hingegangen und haben mit diesem Gemisch, den Essenzen und auch mit der Proteokatechusäure als Beispielsubstanz aus diesem Gemisch Versuche gemacht. Versuche gemacht mit dem Fadenwurm C. elegans. Das ist ein Nematode, also ein Vertebrater, ein wirbelloses Tier, was ein Arbeitspferd, das ist kein Pferd, das ist ja ein Wurm, aber es ist ein ganz beliebtes Tierchen in der Altersforschung. In der Altersforschung deshalb, weil das Tierchen nur 15 Tage lebt. Das heißt also, ich kann die Lebensspanne sehr gut in einem kurzen Zeitraum überblicken. Und was man eben gut machen kann, man kann die Tiere entsprechend mit zum Beispiel den Essenzen füttern und dann gucken, ob die länger leben. Oder man kann die Tierchen entsprechend mit Giftstoffen behandeln und gucken, wenn ich die eben mit bestimmten Stoffen aus der Nahrung kofüttere, ob die dann länger überleben. Und man kann natürlich nachher in die Mechanismen reinschauen, denn wir sind ja vor allen Dingen an den Zellkraftwerken, den Mitochondrien interessiert und die sind so konserviert über alle Spezies sozusagen, dass wir da auch gut Rückschlüsse auf den Menschen ziehen können. Also um eine lange Geschichte kurz zu machen, wir haben die Würmer entsprechend mit Rechtsregulat gefüttert, haben versucht, so eine Dosis zu finden, die man auch als Mensch zu sich nehmen würde, weil das ist ja manchmal auch so das große Problem, dass Megadosen in der Forschung angewandt werden. Und dann, wenn man dann überlegt, dann muss man literweise irgendwas trinken oder kiloweise essen. Das ist unrealistisch. Also sind wir hingegangen. Also pharmakologisch, also niedrige Dosen interessieren uns hier im Speziellen. Und haben gesehen, dass die Würmer eben, wenn wir die mit Rechtsregulat gefüttert haben, länger gelebt haben. Das war natürlich super interessant, ein Spitzenergebnis. Aber das muss natürlich auch übertragen werden. Auf den Menschen können wir das nicht übertragen, weil Langlebigkeitsuntersuchungen mit den Menschen können sich vorstellen, das übersteigt unsere beide Lebenszeit. Da können wir von den Ergebnissen nicht mehr profitieren. Aber Mäuse. Wir hatten im Tierstall noch Mäuse sitzen, die ihr Alter erreicht haben, sodass sie letztendlich ja nur noch ihre Rente bei uns genossen haben, sozusagen. Und dann in einem kleinen Fütterungsexperiment haben wir die mit den Regulatessenzen gefüttert. Und siehe da, die Mäuse haben signifikant länger gelebt, die eben diese Metabolite gefüttert bekommen haben. Und das war natürlich dann schon ein sehr schönes Ergebnis, sodass wir jetzt praktisch dann hingegangen sind und gucken genauer nach, was denn überhaupt passiert in den Würmern, dass die länger leben. Ja, also das waren Mäuse, die schon alt waren, richtig alte Mäuse. Genau. Und nicht auch mit Jungen schon damit traktiert wurden, dann länger gelebt haben, sondern alte Mäuse nochmal gedoppt sozusagen. Genau. Übertragen auf den Menschen wäre es, wenn man, sagen wir mal, über 60 oder 70, kann man trotzdem noch, also kann man davon profitieren.
Okay. Viele Versuche in der Altersforschung mit Mäusen, die passieren eben so, dass man eben junge, über die Lebensspanne Mäuse mit etwas behandelt und guckt, ob die hinterher länger leben. Aber das war ein besonderer Ansatz, dass man eben halt schon zu einem Zeitpunkt eingestiegen ist, wo, naja, viele der Käfiginsassen schon eines natürlichen Todes gestorben sind. Aber die, die das dann bekommen haben, die haben dann deutlich länger gelebt. Das ist toll. Da könnte man ja vielleicht auch nochmal gelegentlich beim Menschen nachschauen, wie das mit den Telomeren ist. Die verkürzen sich ja doch angeblich auch relativ rasch. Da kann man vielleicht in der endlichen Zeit was messen und nicht im ganzen Leben. Oder Ja, die Telomere dass wieder das. verbessern. Ja. Also die Telomerenlänge ist bei uns auch eine Methode, die wir anwenden. Aha. Und das sind Versuche geplant, jetzt auch am Menschen. Aber da muss man immer gucken, das ist natürlich dann ein wesentlich größerer Aufwand, sozusagen Humanstudien zu betreiben. Aber das haben Sie vollkommen recht. Wir werden also, wenn wir uns das anschauen, ist es bei uns im Portfolio, die Telomerenlänge uns anschauen, auch die Telomerase-Aktivität, das ist also ein Enzym, eine kleine chemische Maschine sozusagen, die daran beteiligt ist, dass eben die Telomere sich eben nur langsam abbauen und somit die Chromosomenden länger geschützt sind. Das ist ein Punkt. Und was haben wir noch Neues? Wir haben aus menschlichem Blut isolieren wir weiße Blutkörperchen, sogenannte mononukleäre Zellen. Und an diesen können wir auch sehr gut Alterseffekte nachweisen, vor allen Dingen mitochondriale Effekte messen. Und das steht also an, dass wir das uns anschauen, denn wir haben jetzt ganz neue Daten aus einer Humanstudie, wo wir also 60 junge und 60 ältere Menschen miteinander verglichen haben und konnten zeigen, dass eben in den peripheren Blutzellen es im Alter bei gesunden Menschen zu einem Abfall der mitochondrialen Aktivität kommt. Und das ist natürlich dann ein Zielparameter, den wir versuchen dann zu beeinflussen, dass die mitochondriale Aktivität in den peripheren Blutzellen dann erhöht wird nach einer Einnahme. Und wir gehen davon aus, dass die peripheren Blutzellen letztendlich repräsentativ für andere Zellen in anderen Geweben, der Leber, der Niere, dem Gehirn sind. Und wir so nicht invasiv auch Messungen machen können, ohne jetzt irgendwelche Gewebeproben entnehmen zu müssen. Gibt es auch schon epigenetische Untersuchungen mit den Substanzen? Denn wir haben also Epigenetische, ja. in der ich weiß vom Vitamin D, dass man doch vor einiger Zeit gesehen hat, dass Vitamin D eben auch an den Genen rumschraubt. Und dann hat man gezeigt, wenn man 400 Einheiten gibt, dann waren das 160 Gene, die geschaltet wurden. Und wenn man 10.000 gab, da waren das 1.200 Gene, die nur von Vitamin D entsprechend beeinflusst worden, entweder hochgeschaukelt oder runtergeschaukelt. Gibt es da sowas auch schon? Ja, also ist mir jetzt nicht bekannt, also für die Substanz, die wir untersucht haben, gibt es das noch nicht, keine epigenetischen Untersuchungen, aber wir haben bei unseren Würmern entsprechend auch genetische Untersuchungen gemacht, haben uns aber da entsprechende Zielgene rausgesucht, die eben mit Langlebigkeit verbunden sind und konnten da entsprechend auch Veränderungen nachweisen, was Richtung Hormesis geht, also letztendlich die endogenen Abwehrmechanismen des Körpers oder in dem Fall der Würmer hochfahren. Aber das haben Sie vollkommen recht, das wäre ein weiterer sehr interessanter Ansatz, den wir uns anschauen müssen, weil Epigenetik ist letztendlich ja das, was von Generation zu Generation direkt Ja. vererbt wird. Und das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz, den wir uns da entsprechend anschauen können. Ja. Wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, bevor man anfängt, so intensiv einzusteigen wie Sie im Labor, werden ja doch häufig epidemiologische Studien gemacht. Können Sie uns da was erzählen, was wir da Ja. erfahren haben? Also da gibt es ja ganz, ja, ich will nicht sagen historische Studien, aber aus den 80er, 90er
Jahren gibt es ja große Studien, wie die Paketstudie zum Beispiel, die untersucht hat, wie die Ernährungsweise das Auftreten von kardiovaskulären Erkrankungen zum Beispiel beeinflusst. Und da kam raus, dass eine mediterrane Ernährung die Wahrscheinlichkeit für kardiovaskuläre Erkrankungen deutlich senkt. Das war so der erste Hinweis auf eine mediterrane Ernährung, auf einen Gesundheitseffekt. Und in dem Zusammenhang wurde ja auch das sogenannte French Paradox postuliert. Ein ganz interessanter epidemiologischer Zusammenhang, nämlich dass in Südfrankreich, wo sehr viel Rotwein und sehr viel Zigaretten konsumiert wurden, vor allen Dingen Männer, ein sehr niedriges kardiovaskuläres Risiko hatten oder haben. In der Folge wurden die Studien ja verfeinert und wiederholt und einiges wurde revidiert, aber die Grundaussage, dass eine mediterrane Ernährung gesundheitliche Vorteile bietet und das nicht nur bei kardiovaskulären Erkrankungen, egal was man sich anschaut, Krebserkrankungen, Diabetes, Adipositas und auch bei Demenz hat man eindeutig Zusammenhänge gefunden. Und gerade bei der Demenz ist es so, das hat man am Anfang auch erstmal ein bisschen skeptisch gesehen, dass eine Ernährungsweise so eine schlimme Krankheit wie Alzheimer beeinflussen sollte. Und da war das aber Herr Skamers, der eine Untersuchung durchgeführt hat in New York, gar nicht im Mittelmeergebiet, sondern der hat in New York City Menschen eingeteilt in Menschen, die oder Gruppen, die sich sehr mediterran ernähren, weniger mediterran ernähren oder total Junkfood, also gar nicht mediterran ernähren. Und er konnte zeigen, dass eben die sich am ehesten an eine mediterrane Ernährung gehalten haben und das in einer Großstadt in den USA ein deutlich erniedrigtes Risiko für Alzheimer-Demenz hatten. Und das ist in vielen klinischen Studien mittlerweile belegt worden. Da gibt es auch Meta-Analysen. Das ist also klar belegt. Und das hat eigentlich das Feld in diese Richtung geebnet, auf der wir jetzt arbeiten, sozusagen, dass wir jetzt doch wieder angekommen sind bei den Molekülen. Ja. Ich muss ja sagen, ich bin ja bei Ernährungswissenschaften jetzt und der Ernährungswissenschaftler sieht ja die Ernährung als komplexe Geschichte an. Und da geht es ja schon eher um die Diät. Also da gehört alles dazu, was wir aufnehmen, halt das ganze Spektrum an Makro- und Mikronährstoffen. Und da spielt natürlich auch das Vitamin D eine Rolle, was Sie schon gerade angesprochen haben, Herr Spitz, sodass wir eben davon ausgehen, dass hier auch eine sehr komplexe Zusammenhänge dafür verantwortlich sind, dass wir eben langsamer altern. Ja, also wenn wir gerade an das Vitamin D denken, ist es ja so, wenn wir an die Blue Zones denken, das sind also die Zonen auf der Welt, wo die Menschen besonders alt werden. Ja. Da hat man sich mal die Mühe gemacht und geguckt, was eint die denn, ob ich jetzt in Okinawa in Japan bin oder in Sardinien oder in einem Dorf in Kalifornien. Was ist denn da die Schnittmenge? Und eine der Schnittmengen war gesunde Ernährung, pflanzenbetonte Ernährung, viel Bewegung, wenig Essen letztendlich, weniger Essen, als man eigentlich braucht. Das hört mancher nicht so gerne. Ein weiterer Faktor war, dass die meisten oder dass diese Kommunen von Frauen sozusagen geleitet wurden. Und die befinden sich alle in einem Gebiet oder in einer Zone mit hoher Sonneneinstrahlung. Also scheint das doch ein wichtiger Faktor zu sein, den wir hier berücksichtigen müssen. Was die vielfältigen Nahrungsfaktoren angeht, haben wir ja das Gleiche noch einmal obendrauf, wie Sie schon jetzt berichtet haben. Es ist nicht nur die Nahrung, es ist die Bewegung dazu, es ist das Sonnenlicht dazu, es ist die Kommune, das gute Umfeld, was ich habe und. Ne? Ja. Aber wir müssen, wenn wir wieder zurückkommen sozusagen zu unserem Forschungsansatz, jetzt ist es ja natürlich so,
dass wir diese Essenzen, Regulatessenzen als ja für die Forschung entdeckt haben sozusagen. Aber umgekehrt muss man natürlich auch sagen, es gibt natürlich auch Menschen, die nicht so ein gutes Mikrobiom haben, weil sie sich vielleicht nicht so gut ernähren und weil sie sich nicht so viel bewegen. Bewegung spielt auch eine große Rolle für die Darmgesundheit oder weil Entzündungsprozesse aufgrund einer grundlegenden Erkrankung da sind. Und da ist es vielleicht sogar hilfreich, wenn wir diese Metabolite, die der Körper eben nicht mehr selbst produzieren kann, von außen zuführen. Ja. Und da muss man sagen, ein weiterer großer Vorteil von solchen Essenzen, die wir von außen zuführen, die also fermentiert sind, so wie es auch bei uns im Dickdarm passiert, die passieren natürlich über den Magen, sehen die natürlich den Dünndarm. Und im Dünndarm, da findet die Resorption praktisch von Nahrungsbestandteilen und auch den kleinen Molekülen statt, die in den Essenzen vorhanden sind, sodass wir eben hier auch die Chance haben, dass eben hier viel mehr von Metabolite im Blut ankommen, als wenn wir praktisch die Fermentierung endogen im Körper sozusagen im Darm passiert. Und das wird sicherlich auch Gegenstand weiterer Forschung sein. Einmal die Bioverfügbarkeit, also wie viel Metabolite können denn aufgenommen werden. Da sind wir im Moment dabei, das in einem Zellkulturmodell mit Kakozellen, das sind also Darmzellen, die praktisch in der Zellkultur eine enge Barriere bilden, wo wir das nachbilden können, wo wir dann gucken, ob die, wie da die Bioverfügbarkeit dann auch gegeben ist. Ja, wie wichtig das Thema ist, kann man ja daran entnehmen, dass dort, wo nicht diese tollen Regionen sind, wo die Leute so alt werden, nämlich bei uns oder auch in Amerika überall, da haben wir ja die Situation, dass 90% der Menschen an chronischen Krankheiten sterben. Das heißt, offensichtlich doch alles Leute, die Defizite haben in der Ernährung, in der Bewegung, im Sonnenlicht und. Und wenn wir da natürlich Möglichkeiten bekommen, durch die Technologie, die ich ansonsten gar nicht so sehr schätze, ne, von wegen Elektrosmog, man weiß was alles, wenn uns die Technologie mit so einer Fermentation hilft, diese Dinge wiederzubekommen, die wir früher selber machen konnten, das ist natürlich genial. Ja, das auf jeden Fall. Und was man auch gesehen hat, das nennt sich unsere Forschung, aber Forschung von Kollegen, dass eben diese Fermentationsprodukte auch wieder präbiotisch sind. Also das heißt, dass die Darmbakterien zum Wachsen anregen und vor allen Dingen die guten Darmbakterien, also wieder die Milchsäurebakterien, vermehrt auftreten, wenn man eben fermentierte Lebensmittel zu sich nimmt. Und fermentierte Lebensmittel, denke ich jetzt zum Beispiel an Fernost, Kimchi zum Beispiel, ja. Das ist auch eine Zubereitungsform von Lebensmitteln, die man kennt in Regionen, wo die Leute sehr langlebig sind. Also ich meine das jetzt nicht gerade wissenschaftlich, diesen Schluss zu machen. Das ist jetzt wieder Epidemiologie, die man wieder untermauern müsste. Aber es ist schon so, dass man sagen kann, also da, wo fermentierte Produkte gegessen werden, da wird sich auch gesund ernährt. Oder sagen wir mal, da haben wir entsprechende Gesundheitseffekte. Da können wir aber nicht nur in die Ferne schweifen, sondern wir können auch zu Hause bleiben. Unser gutes altes Sauerkraut. Absolut. Ja? Das Sauerkraut ist eigentlich Paradebeispiel. Und eigentlich müssten wir, also früher hieß es ja immer, wurden wir ja mal von unseren europäischen Kollegen als die Krauts bezeichnet. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Deutschen so viel Sauerkraut noch verzehren, wie das wohl früher der Fall war, dass wir dieses Image bekommen haben. Aber das sollte man auch wieder machen. Und man kann auch selbst, wenn man ein bisschen Zeit und Muße hat, kann man sich auch selbst Sauerkraut zum Beispiel herstellen. Und es gibt im Internet ganz tolle Rezepte für fermentierte Lebensmittel mit modernen Küchenmitteln, Hilfsmitteln, diese sich selbst herzustellen. Also macht es, glaube ich, Sinn, das ist Quintessenz jetzt für mich aus dem Gespräch, dass wir uns an den Prozess, den uralten Prozess, den biologischen Prozess der Fermentation erinnern und
Wir sehen mit Ihrer hochkomplexen Forschung, was man damit zeigen kann, was in der Natur ganz einfach abläuft und uns immer schon gesund gehalten hat. Ne? Ja, ja, und es bringt praktisch, sagen wir mal, eine ganze Ernährungsweise in die Flasche sozusagen. Ne? Also jeder spricht ja von der mediterranen Ernährung. Ja. Und das, was letztendlich da rauskommt bei der mediterranen Ernährung, ist ein etwas, naja, sehr sauer schmeckender, brauner, eine sehr sauer schmeckende braune Essenz, die ja aber scheinbar sehr, sehr gesund ist und sozusagen den Geist der mediterranen Ernährung in die Flasche bringt und einen gesund erhalten kann. Okay, dann sollte man es mal ausprobieren, dann wird man es merken, ob es nützt. Das ist genau, aber wir müssen natürlich gucken, dass wir da auch entsprechende klinische Studien machen, damit wir da eine gute Datenbasis haben. Zumindest mal die Präklinik scheint hier sehr gute Hinweise zu liefern. Vielleicht noch der Kommentar, wir haben zum Beispiel unsere Würmer auch etwas gepiesackt mit Pestiziden. Okay. Es gibt nämlich ein Pestizid, was in der Mitochondrienforschung verwendet wird, um Mitochondrien zu schädigen, das Paraquat. Das ist bei uns schon lange nicht mehr zugelassen. Aber wir haben dann mal etwas genommen, was noch zugelassen war zu der Zeit, nämlich das Glyphosat. Okay. Und da haben wir gesehen, dass die Würmer da gar nicht begeistert sind von dem Glyphosat, dass aber zum Beispiel diese Regulat-Essenz, die wir verwendet haben, dass die praktisch die Würmer, die Überlebenszeit der Würmer wiederhergestellt hat, sodass das eben halt auch vor Umweltgiften geschützt hat. Also so viel zum mediterranen Geist in der Flasche. Ja, also wenn ich dran denke, dass Sie neulich publiziert haben, ich glaube, das war Berliner Untersuchung, dass praktisch in jedem Urin Glyphosat ausgeschieden wird, dann macht das ja aber Sinn, da etwas dagegen zu tun. Absolut. Und es ist relativ, ja, wäre einfach, wenn das im Körper auch zu diesen Schutzeffekten führt. Ja. Ja, dann darf ich mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken und bin sicher, dass wir uns in absehbarer Zeit wiedersehen, denn es ist eine top heiße Forschung. Vielen Dank. Ja, gerne, Herr Spitz. Bis bald.